Hey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste steht ein steinerner Kaktus. Gehst du von dort aus drei nach Süden und zwei nach Westen, findest du etwas Besonderes. Aber dennoch musst du suchen. Ich weiß selbst nicht genau, wie man es finden soll. Aber du solltest auf jeden Fall dorthin gehen. Hey, willst du noch etwas wissen? Ich weiß über alles Mögliche Bescheid. Ja. Jetzt nicht, danke. Mein Freund ist so scheu. Er hat Angst, mit Fremden zu sprechen. Er igelt sich dann regelrecht ein. Deswegen spreche normalerweise ich für ihn. Wie war das, Kumpel? Du willst die Prinzessin sehen? Solltest du wohl besser einen Wunsch an die Sterne schicken, Kumpel. Hey, ihr Reisenden, habe ich recht oder habe ich recht? Bist du aus Toad Town? Wow, das ist ganz schön weit weg. Staubtrockene Ruinen? Nein, noch nie gehört. Hört sich für mich ein Märchen nach Touristen. Ey, wenn du wirklich nach diesem staubtrockenen was auch immer suchst, solltest du mit dem Infohändler sprechen. Dieser Händler lebt in dieser Stadt und tauscht Informationen gegen Items oder so ähnlich. Sagt zumindest mein Freund. Du fragst, ob mein Freund der Händler ist? Ach, niemals. Der Kerl ist viel zu scheu. Ja, aber gegen was? Das ist der Typ da hinten. Hast du noch irgendeine Info? Willkommen, Reisender. Dies ist Minnie Mausers Laden, bla bla bla. Kaufen. Ja. Kein anderer Laden konnte mit meinem Tiefstpreis mithalten. Ein staubiger alter Hammer. Ja, genau. Kauf mir den mal. Da war doch irgendwas. Den geben wir denn gleich mal, dem Maus da, Dingens da. Und einen Trockenpilz. Kostet 2 Münzen. Ja, vielleicht, weil das sind so gammelige Dinger. Wenn er schon. Ja, so, vielleicht kann man die dem schenken. Und es hakt. So, bitte sehr. Ja, wir geben dir etwas. Und zwar den Staubhammer. Du gabst mir viele Dinge. Sehr netter Kerl, sehr nett. Ach so, der wollte 3 Dinge. Oh, mein Name ist Cheek. Ich handle mit Informationen. Dinge, die andere nicht wissen. So netter Kerl, was möchtest du wissen? Staubtrockene Wüste. Die staubtrockene Wüste ist ein endloses Meer aus goldenem Sand. Viele Geheimnisse verbirgt dieses Meer, noch mehr als Sterne am Himmel stehen. Die Legende von den staubtrockenen Ruinen ist eines dieser Geheimnisse. Nur Mausdorfer weiß, wo diese legendäre Stätte ruht. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du es verstanden? Trockenpilz. Danke, dass du mir etwas gegeben hast. Um dir meine ehrliche Dankbarkeit zu beweisen, lass mich dir etwas sagen. Was möchtest du wissen? Lieblingsessen. Eine meiner Lieblingsfrüchte beginnt mit Z und endet mit E. Sie ist gelb und sehr sauer. Zitrone. Sie duftet so frisch. Man findet sie nur in der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehen und eine für mich holen würdest, wäre ich bereit zu glauben, dass ein wahrhaft netter Kerl bist. Denn nur die nettesten der netten Kerle dürfen Maus da versehen. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Es reicht. Tja, dann auf Wiedersehen. Okay, ich dachte jetzt da vor lauter, man muss dem irgendwie Gammelzeug geben, dass der zufrieden ist, aber insgesamt 3 Gegenstände hätten gereicht. Warum habe ich dann meinen Sirup weggegeben? Mann. Ja. Dann suchen wir jetzt mal nach einer Zitrone. Geht's hier unten? Hier unten. Oh Gott. Ah. Oh, guck mal, ein Fragezeichen. Block. Hä? Das war nicht einmal absichtlich.
Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Ich habe keine Lust auf die Mistviecher. Ha! Perfekt, oder? Nein! Das wollte ich nicht. Oh Mann, nein. Okay. Powerpanzer. Dann haben beide was davon. Puff. Der eine ist nämlich dann weg und der nächste. Ich würde mal sagen, einen haben wir, dann war's das. Au. Ding, 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 bing. Jawohl. Wow. 4 Sternpunkte. Und dafür reißen wir uns die BP aus dem Leibe, sozusagen. Verdammter Mist, ey. Ach so, das ist nur eine Münze. Was haben wir hier? Ah, oh, hier wird's grün, hier wird's grün, hier wird's grün. Scheiß doch auf den Blöden. Na, was kommt hier? Was ist das? Eine Limette, keine Zitrone. Ah, Mann, ey. Bin zu blöd, den Baum zu treffen. Da kommt eh nichts raus, na super. Auch nichts. Zitrone, oder? Zitrone. Wir haben's, wir haben's. Ja. Oh Mann, was ist das? Das ist ein Superblock. Damit kannst du einen deiner Freunde aufgestuft werden. Damit kann einer deiner Freunde. Es gewinnt nicht nur eine Angriffskraft, sondern er lernt auch eine neue Fähigkeit. Welchem Mitstreiter soll aufgestuft werden? Mit welchem kämpfen wir öfter? Oh, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Soll dieser Mitstreiter auf. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder aus Versehen geklickt. Keine Ahnung. Nein, natürlich soll der aufgestuft werden. Was. Cooper wurde in den Superrang aufgestuft. Und Cooper digitiert zu. Oh, perfekt, die Oase hier gefällt mir. Da möchte ich aber direkt auch ausprobieren, was der jetzt so kann. Da, du wirst platt gemacht. Ha, es hat geklappt. So, was haben wir denn noch? Machen wir erstmal einen Wechsel. Was hast du denn? Was? Paralysiere alle Gegner. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Aber ich bin gespannt, was das hier bringt. 3, jawohl. Okay, das Problem ist, dass 3 jetzt nicht unbedingt... Ich kann mich noch erinnern... Verdammter Mist... Ha! Verteidigt. Die klauen mir. Deswegen waren die so mies. So. Ihr könnt mich mal. Ja. So schaut's aus. Ui, noch 23, dann steigen wir auf. So, nicht mehr lange, dann dürften wir ja... Okay. Aber perfekt. Bestimmt hat mir die Oase, egal in welche Richtung man geht, gefunden. Erstmal abspeichern, was wir haben.
Na komm. Alles klar. Dann gehen wir jetzt auf und davon. La 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 la. So, mein Freund. Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. Etwas geben. Zitrone! Oh, himmlisch, eine Zitrone. Das netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, ist deine Nettigkeit bewiesen. Und weil du so nett bist, werde ich dir etwas sehr Nettes erzählen. Wo ist Mustafa? Um Mustafa zu finden, geh in den Laden in der Stadt. Kaufe zuerst einen Trockenpilz, gefolgt von einem Staubhammer. Haben wir das nicht eben schon? Ach, wir haben es andersrum. Du musst sie unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst den Trockenpilz, dann den Staubhammer. Das ist ein geheimes Zeichen, das nur die Leute von Mustafa kennen. Kaufst du Dinge in der richtigen Reihenfolge, wird dich der Ladenbesitzer zu Mustafa führen. Aber kauf die Waren ja nicht in der falschen Reihenfolge. Such du nach Wissen. Es reicht, danke. Viel Glück bei der Suche nach Mustafa, netter Kerl. Okay, auf geht's. Toll, dann hatte ich da mit den Ranzteilen ja schon recht, aber Trockenpilz kostet 2 Münzen, aber du bist sicher, dass du es haben willst, ja. Sehr schön, danke. Staubhammer kostet 2 Münzen. Wie, was? Ein Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Ist ein geheimes Zeichen, das nur die Freunde von Mustafa kennen. Das heißt ja, ihr kennt Mustafa. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Ihr möchtet Mustafa treffen. Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des staubtrockenen Vorpostens. Such einfach den Weg nach oben, mein Freund. Ja. Und wo sollte dieser Weg sein? Es hakt. Wir gehen mal zum Infohändler zurück, vielleicht hat der ja noch was Nützliches. Das ist wieder eine Lauferei, ey. Er ist nicht mehr da. Ja, du musst draußen bleiben. Hä? Ach so. Ah, interessant. Interessant. Ein Brief. Die reisende Nomadenmaus am Straßenrand. Haha. Der Zitronenfresser. Hey, netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Exhibitionist. Nein. Ich bin Mustafa. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Sheik. Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute, aber du bist mit Abstand der netteste Kerl von allen. Dein Name ist also Mario. Ich hörte, dass du zu den staubtrockenen Ruinen willst. Aber ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Da werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren erbauten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihm fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten, außer Colorado. Ich überreiche dir dies. Ein Pulsjuwel. Dieses Pulsjuwel ist der Schlüssel zu den staubtrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du in der Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel.
Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Ja, herzlichen Dank. Oh Mann, ey. Ja, so. Und dann bin ich der Meinung, für heute auch mal zu speichern. Es waren jetzt zwei Parts und ich bin heute irgendwie nicht so Paper Mario freudig. Keine Ahnung. Okay, dann würde ich mal sagen, ich speichere schon mal und irgendwie komme ich da nicht hin. Wünsche euch was und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Paper Mario.